Ist hier die Wahrheit? Hä? Interessante Transition. Dead Bird Studio. Hier in dieser View werden wir die Wahrheit erfahren. Doch, dafür müssen wir den erstmal anschalten. Schätze ich. Das geht wahrscheinlich hier oben? Oder so? No humans allowed. Okay, da dürfen wir nicht durch. Da müssen wir unten lang. Gott. Bin ich denn jetzt? Türen sie alle zu. Alle zu, alle zu. Ja, doch, alle. Keine einzige grün. Ah, aber so kommen wir hier rüber. Humans allowed. Wie wär's damit? Hä? Ja. Aha, wir können in den Einkleidungsraum von irgendwen hin. Ach, von, wahrscheinlich von Pinguin, oder? Von DJ Grills. Das kann sein. Aha. Das Tieren geht immer weiter. Wow. Wie viele Preise hat man, kann man bitte haben? Das ist alles derselbe Preis. Der schläft hier bei seinen Preisen. What the hell? Dies könnte das schönste und teuerste Ding sein, was du jemals gesehen hast. Es sieht aber nicht so aus, als gäbe es einen einfachen Weg, es mitzunehmen. Schade. Was soll das überhaupt darstellen? Ich habe keine Ahnung. Was ist hier bitte für ein neumodisches, neumodischer Monitor oder Spiegel oder was auch immer? What the hell? Wie komme ich denn da hoch? Walljumping? Ne, ich sehe halt nichts, ne? Das ist ja das Problem. Okay, ich soll da hoch. Aber wie mache ich das? Ne. Hm? Moment. Ne, das könnte funktionieren. Nee. Ah, so von hier oben wahrscheinlich aus. Okay. Ich dachte, ich mach's schwer. Toll. Nee. Let's go! Wir haben Schlüssel! Juhu! Doch, wo gehört der hin? Gab's hier eine Tür, die zu war? Hier ist auf jeden Fall noch ein Weg, wo wir nicht waren. Wahrscheinlich ist hier ein Tor zu, oder? Ich hab keine Ahnung. Gehen wir von aus. Oder können wir nicht durch? Doch, hier kommen wir durch. Von oben. Hm, auf zu klettern. Von oben aus. So. Alter, das ist wie ein Labyrinth. Wo bin ich hier? Oh, Mustache Girl. Moobos hier. Head Kid Smells. Hat sie was damit zu tun? Hm. Wow. Dass sie das nicht gesehen haben. Diese müssen ja echt blind sein. Warum habe ich jetzt eigentlich einen Schlüssel? Für was habe ich jetzt einen Schlüssel? Wo bin ich? Das riesige Labyrinth. Ich bin übelst verwirrt. Ich habe das Gefühl, ich habe das, wofür ich den Schlüssel gebraucht habe, habe ich irgendwie schon verpasst. So fühle ich mich gerade. Jetzt mal ohne Witz. Was geht hier ab? Ha? Okay, ich sehe halt nichts. Ich kann die Kamera... Ihr seht, die Kamera lässt sich kaum bewegen hier drin. Aha, warum kann die Kamera mir das nicht zeigen, dass da unten Void ist und nichts anderes? Wo bin ich? Wow! Was zum... Deadbird. Aha, hier brauchen wir den Schlüssel für, also es war auch schon richtig. Aha, wenn ich jetzt den Schlüssel nicht hätte, dann müsste ich jetzt das ganze Level neu machen. Das ist böse. Aber wir haben ihn! Und ich will die Wahrheit erfahren jetzt. Warum geht's nicht auf? Jetzt geht's auf. Kriegen. Ein Schatz. Dieser Schatz könnte zu den Schätzen passen. Ach nee, das ist hier nur Bonus. Oh, okay, dann ist doch nicht böse. Dann ist, ja, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall Bonus. Irgendeine Tüte oder sowas. Keine Ahnung. Egal. Los geht's. Wahrscheinlich mache ich hier raus einen Zweiteiler. Weil das dauert echt lange, die Mission. Okay, neues Bild.
Das geht ja, Bay. Oh oh, wir wurden entdeckt. Look who we've got here. I guess you're found, my little basement, eh? Warum sind wir wanted? This last timepiece is all mine. If you're wanted, you're gonna have to take it from me cold dead hands. Okay, werde ich. Ich werde gegen dich kämpfen. Oh, es ist wirklich ein Kampf. Bosskampf, Final Boss von Chapter 2. Wow, wow, wow. Bams. Kann ich mal Laser ausrüsten? Das wäre lustig. Wow, 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 wow. Na verdammt, ich hab's verpasst. Gib mir das Herz, danke. Bam! Aua! Aber ich kann immer kontern, das ist gut. Normalerweise ist es ja eigentlich so, dass man dann nicht mehr kontern kann. Wenn man einmal getroffen wird von einem Boss. Aber hier nicht. Das macht's einfacher! Irgendwo in der Luft eine Hitbox getroffen. Woo! A man movie! Oh, was macht er jetzt? Wow! Der sticht mich ab! Bams! Oh nein, nicht das wieder. Was ist denn jetzt vor? Ich kann ihn nicht schlagen. Doch, mit Invisibility Frames. Invincibility, egal. Wow! Ach, schade. Bam! Dein Messer macht mir keine Angst. Wo bist du? Ich habe ihn nicht gesehen, die Kamera hat es mir nicht gezeigt. Bam! Bam! Flimmert er bitte! Lassie! Wow, was geht denn jetzt ab? Minizüge, die wir auf mich zufahren wollen. Ja, Bilder von der Disco-Kugel. Und die richtige Disco-Kugel und BAM! Was hab ich gemacht? Kinda sus. If you ask me. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Das ist ja lustig. Einfach den Stick reindrücken. Oh, wie viele. Ich kann nichts machen. Wow. Ich brauche Heilung. Oh nein. Nein. Scheiße. Ey, sag mir nicht, ich muss alles neu machen. Das ist so ein langer Kampf. Ah, bis gleich. Okay, ich glaube, ich bin jetzt wieder bei der gleichen Phase wie vorhin. Also Phase 3. Oh, ich kann nichts machen. Okay, wenn man weiß, worauf man achten muss, ist der Kampf nicht schwer. Hier kann man einfach ganz normal latschen. Man muss nicht so schnell weg. Also meistens muss man... Als ob das nicht getroffen hat. Egal. Vergesst, was ich gesagt habe. Ja doch, das hatten wir. Und jetzt müsste es gleich... Ja, das hatten wir auch. Ich kann nicht springen. Lass mich bitte springen. Bam! So, jetzt sollte es gleich neu werden. Das hatten wir schon. Du wirst immer unorigineller, du. Immer die gleichen Attacken auch. Und zack! Mann, er lebt immer noch! Oh, jetzt kommt eine vierte Phase. Tatsächlich. Huh? Was? Let's have a little heart to heart. Have a seat, lassie. Okay. Ever since you arrived on this planet, these timepieces have been falling from the sky. Now, I can understand if you feel they belong to ye. I get it. But did you know I can rewind time? Yeah. With one timepiece, I can reclaim the trophy that belongs to me. That's right. The loss of award 42.
Ich dachte ganz kurz, er meint irgendwie, er ist die ganze Zeit in die Zeit zurückgereist, um sich immer mehr und immer wieder neue Trophäen zu holen. Deshalb auch das Schlafzimmer, aber nein. Er meint nur die Trophäe 42. So heißt sie. I got second place at the 42nd Annual Beard Awards. Me! Can you imagine? DJ Grooves managed to get the first place trophy. I need just one timepiece to fix this mistake. Can't you spare just one timepiece? No. Oh, you're a greedy young lass, aren't you? I just need a single one, and you won't share. Ne. Well, if you want this timepiece back so bad, come and get it! Ja! Gib her! Hä? Was zum... Eine Bombe? Oh mein Gott, das ist eine Bombe auf mir! Was mache ich jetzt? Weg damit! Ah! Ich hab eine Bombe! Mein Bike ist unsichtbar! Aha! Hilfe! Remember this little bomb? This time, it's attached to you instead of my lovely train. Oh nein. Was zum... Oh, der gleiche Bosskampf, nur jetzt im Schnell. Bam. 70 Sekunden, um den zu besiegen. Was soll denn jetzt vor? Wow! Wow! Was zum... Boah! Bam! Okay, dann check ich mal out hier. Und ich steck dich tot. Bam! Komm runter da! Bam! DJ Grooves! Okay! Er ist mir am helfen! Bam! Was geht denn jetzt ab? Bam! Der hält einiges aus, Junge! Okay! Ich hab nicht mehr viel Zeit! Wir haben nicht mehr viel Zeit! Ich hoffe, dass er gleich bald tot gehen kann! Bitte! 20 Sekunden, dann sterbe ich! Ein Schärfer! Eine riesige Schere! Hier! Ja! Let's go! Ja! Oh nein! Die Musiker wieder hinter mir. Und sagt. Okay. Oh Gott. Du, du, du. Du, 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 du. Wo ist er? Wo ist er? Das ist er. Aber irgendwie habe ich nie eine Ahnung, wie viele Hits er braucht. Yes! Hab getroffen. Wo bin ich? What the? Was passiert? Keine Ahnung, aber wir haben ihn. Komm schon. Muss er jetzt mal tot sein? Ja, let's go! Das war's mit dir, Lassie! Ich wusste, du hast noch eins von den Dingern gehabt. Ich wusste es, Mann! Ich wusste es, ja? Du kannst mich nicht veräppeln. So geht das nicht, ja? So geht das nicht! Und ich hoffe, ihr habt ein Like da gelassen bisher. Und ein Sub. Sonst seht ihr gleich genauso aus wie der Typ. Also tut's lieber. Battle of the Birds, all clear. Wir sind jetzt sind wir wirklich durch mit Chapter 2. Das Ding hier noch irgendwas zu sagen? Nee. Kann ich bei dir was kaufen? Nee, noch nicht. Aber das kaufe ich mir wahrscheinlich auch erst am Ende, wenn ich alles hab. Wegen der 100% und so. Okay. Ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie lang die Folge jetzt ist. Also... Lol, das wusste ich gar nicht. Ist ja lustig. Da wir jetzt auch noch mal ein bisschen Zeit haben, weil ich alles irgendwie komisch zusammenschneide, machen wir hier in Chapter 3 noch mal ein Level. Und zwar können wir hier Akt 3 machen. Toilette des Untergangs. Also wäre ich halt Kind, ich hätte auch Angst, wenn ich in eine Toilette des Untergangs rein müsste. Bin mal gespannt, was hier unsere Aufgabe sein wird. Wahrscheinlich reinige die Toilette. Oder irgendwie sowas. Ah, jetzt
jetzt kommen wir hier rüber. Oh mein Gott, Shrek? Oh mein Gott. Boah, was sind das denn hier für Dinge, die überall rauskommen? Ich kann da einfach stehen und es passiert nichts. Hm? Was ist unsere Mission? Wir haben einen Contract, wo immer alles draufsteht. Das ist, hier ist Akt 3. Deine Seele ist ins Plumsklo abgehauen. Ups. Wait, what? Das ist einfach meine Mission, meine Seele ins Plumsklo abhauen lassen. Haha. Meine Seele wieder rausholen oder so. Das ganze Screenshake, ich sehe schon. Joinks! Joinks! Und rüber. Und easy. Und Shrek, bist du hier? Oh, ist das ein Bosskampf? Gegen Shrek seine Toilette. Was soll ich machen? Schlagen? Nein, schlagen nicht. Ach, die Bombe nehmen. Die Bombe, die Bombe. Bombe gegen. Ja! Bombe dagegen werfen. Und dann kann ich mich da oben ziehen lassen. Aha. Bam! Oh, das ist cool. Ich mag den Kampf. Der gefällt mir sehr. Aua. Da war eine Bombe. Verdammt, die Bombe! Lass ihn nicht treffen! Dann sollst du ihn treffen! Oh, in der Luft! Cool! Oh, was geht denn jetzt ab? Bam! Ich zeige euch, was hier abgeht. Und zwar sein Tod gleich. Danke für die Heilung und leider nicht getroffen. Macht aber auch nicht so viel Unterschied, da ich ihn trotzdem kriege. Yeah! Das ist ein cooler Kampf. Ich mag den Kampf. Oh, oh, bam! Ja, genau. Trau du dich nur. Was macht denn jetzt? Traut dich eben nicht. Oh! Riesige Bombe! Was soll ich machen? Ihn aufhalten? Bam! Aufgehalten! Das war aber richtig close, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte. Bam! Warum geht das Ding richtig ab? Warum geht dieses Ding hier richtig ab? Warum ist denn jemand drin? Shrek, wo bist du? Gott, das Ding von Shrek hat einen eigenen Willen. Einen eigenen Willen, sage ich! Bam! Oh! Cooler Bosskampf! Aber. Yay! Contract complete. Aber es war irgendwie kurz, oder? Wir haben hier noch liefere Pakete zu 10 Lakaien und finde heraus, was auf dem Dachboden in der Villa abgeht. Die Villa haben wir schon gefunden einmal. Dann gucken wir mal uns in der Villa ein bisschen genauer um. Ich denke, dafür wird noch genug Zeit sein. Außer wir finden ein Time Rift jetzt. Und Time Rift? Nee. Scheinbar nicht. Hier an dieser Stelle, das ist jetzt nicht, wo das Time Rift ist, aber hier ist noch was anderes, habe ich gesehen. Und zwar bin ich einfach nur lang gegangen. Bin an den Spinnen vorbei. Bin immer weiter hochgesprungen. Und dann einfach nur geradeaus weitergegangen. Und dann seht ihr hier, hier ist noch ein Parcours. Natürlich auch noch mit dem Gar, das nehmen wir mit. Klacks. Und hier gibt es noch ein Parcours scheinbar. Maybe. Mit einer großen, gruseligen Skelettstatue. Ich weiß nicht genau, was das Ding macht hier. Ich erkenne nicht wirklich irgendwas. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwas erkennt, aber ich nicht. Irgendwie gibt es hier gar nichts. Ja gut, da hinten gäbe es vielleicht noch was. Mal gucken, ob ich rüberkomme oder ob ich jetzt sterbe. Leider sterbe ich. Nicht so gut. Ich kann es nochmal versuchen. Da wird immer langsamer. Okay, oben geht einiges ab, sagt er. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, du. Hier kann ich irgendwas aktivieren. Ah, die Dinge aktivieren kann ich. Und dann hier weiter hoch. Und dann zack, spring. Zack, spring. Zack, spring. Für noch einen Rollknäuel. Okay. Klacks. Und da hinten ist noch ein. Seht ihr das? Oh, hab's First Try geschafft. Cool.
Boah, hier gibt's aber einige. Da hinten sehe ich noch eins. Boah, aber eigentlich bin ich ja nur hier, weil ich nach dem Brunnen suchen wollte. Dafür bin ich ja eigentlich hergekommen. Und da komme ich auch nicht mehr hoch. Also ich bin hier jetzt eigentlich auch ein bisschen stuck, ne? Kann ich von hier irgendwo lang? Ja, wenn ich das aktiviere und dann schnell hier drauf. Nein, die ziehen mich weg. Ach komm. Ach komm. Nee, weißt du, das kriege ich jetzt noch hin. Das kriege ich jetzt noch hin. Was? Ich kann nichts machen. Warum? Alter, das ist lächerlich. Ich gucke mich weiter um.